Hallo, ihr habt zu Hause ein E-Bike oder ihr habt zu Hause ein Power-Tool und ihr habt schon gehört, es gibt so etwas wie Akkubrand und ihr möchtet den Akku von eurem Power-Tool oder von eurem E-Bike richtig sicher aufbewahren oder ihr möchtet, dass euer Power-Tool-Akku und auch der E-Bike-Akku, dass die den Winter gut überstehen. Da habe ich genau das Richtige für euch, die Chargerbox. Und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Hier in unserem Laden, da gibt es auch sehr viele E-Bikes. Und diese E-Bikes, die wollen früher oder später immer mal aufgeladen werden. Und das gilt für jeden Einzelnen von euch, der ein E-Bike zu Hause hat. Eines oder vielleicht sogar auch mehrere E-Bikes. Der Akku, der ist immer der wesentliche Dreh- und Angelpunkt. So ein Akku, der möchte immer wieder mal ein bisschen animiert werden. Der fühlt sich am wohlsten mit einer Lademenge von zwischen 40 und 60%, sagt man im Allgemeinen. Und das ist eine sehr wichtige Kenngröße, dass man eben so einen Akku hat und der einigermaßen aufgeladen ist, weil dieser Akku die Hauptlebenszeit verlängert von eurem E-Bike-Vergnügen. Warum ist es so? Wenn der Akku das Zeitliche segnet, dann müsst ihr einen neuen kaufen und die Akkus sind richtig, richtig teuer. Die kosten dann so typischerweise um die zwischen 500 und 1000, manchmal sogar noch mehr Euro. Er hat dementsprechend nichts zu suchen auf dem Balkon oder in einer Garage oder in einem Gartenhaus. Der muss dann rausgenommen werden. So, und dafür gibt es ja die Chargerbox. Von der Chargerbox, da habe ich euch schon im Unboxing vorgestellt, wie das Ganze aussieht. Hier sehen wir sie jetzt. Und wenn wir hier reinschauen, dann sehen wir, wir haben hier Platz für die Ladeteile und für die E-Bike-Akkus. Und das hier ist der Deckel, den ich später zumachen werde. Die ganze Box ist VDS. Orientiert sich nach der VDS-Zertifizierung, das heißt also, die ist relativ sicher und heißt, dass da ein Brand eben auch ziemlich eingedämmt wird. Und was kann die Chargerbox alles? Natürlich, ich kann einfach meinen E-Bike-Akku da reinlegen, aber das ist nicht alles. Die Chargerbox passt auf, dass diesem Akku nichts passiert und man kann auch kontrolliert aufladen oder im Winter einlagern und dann durchgehend ein bisschen aufladen, so dass es eben sehr gut funktioniert mit der Lebenszeit. Das Erste, was wir hier sehen in diesem Deckel, sind zwei QR-Codes. Und diese QR-Codes, dieser hier ist für die Registrierung. Dafür könnt ihr dann anschließend eine App runterladen. Und wenn ihr die App habt, dann könnt ihr euch initialisieren. Das heißt, hier steht dann drauf, wie heißt diese Chargerbox, was hat die für eine Geräte-ID. Und hier drüben gibt es dann noch ein Passwort, mit dem ihr euch dann einloggen könnt. Wenn das Ganze passiert, das zeige ich euch gerade hier in dem kleinen Video noch auf der rechten Seite, dann kann diese Chargerbox sich auch direkt einwählen in eurem WLAN. Und wenn die eingewählt ist in eurem WLAN, dann könnt ihr mit einem Browser reingehen, euch anmelden. Anschließend habt ihr eben in der Browserkennung noch euer Passwort hinterlegt und dann nehmt ihr Kontakt auf mit der Chargerbox über das WLAN. Und das heißt auch, ihr müsst gar nicht im gleichen Raum sein. Ihr könnt auch 30 Kilometer weiter weg sein. Seht dann eben im Fenster, was die Chargerbox gerade macht, ob die nur überwacht. Überwacht heißt, dass hier die elektronische Nase an ist und die Chargerbox aufpasst, dass unser Akku, dass es dem gut geht. Und wenn dieser Akku ausgasen sollte, warum auch immer, und tatsächlich ein Akkubrand drohen würde, dann würde euch die Box sofort alarmieren, würde euch eine Mail schicken und außerdem würde der Strom abgeschaltet werden und ihr werdet eben alarmiert und könnt dann weitere Aktionen dann dadurch auslösen. Die Chargerbox kann aber nicht nur den Überwachungsmodus, sondern im nächsten Schritt einfach auch kontrolliert aufladen. Und kontrolliert aufladen heißt,
Unten habt ihr euren E-Bike-Akku, hier habt ihr das Ladeteil, da sind die Steckdosen und hier ist von außen eine Steckdose da, wenn wir dann eben in der Situation sind, dass irgendwas mal nicht funktionieren sollte, dann kann man auch den Stecker ziehen oder ihr könnt jemand damit beauftragen oder die Feuerwehr zieht den Stecker, nimmt die Chargerbox und trägt sie einfach raus. Hier haben wir noch Haltegriffe rechts und links und jetzt machen wir unsere Chargerbox einfach mal zu und wir sehen, hier ändert sich jetzt gerade das Licht. Jetzt wird die Chargerbox wieder initialisiert, jetzt soll sie wieder aufpassen. Da wird sich jetzt in Kürze dann das Ganze farblich nochmal ändern und dann sehen wir, dass sie wieder aktiv überwacht. Oder, und dann haben wir wieder eine andere Farbe, es wird nicht nur aktiv überwacht, sondern der Akku, den wir da drin eingelagert haben, der wird wieder aufgeladen. Die Chargerbox gibt es zu einem UVP von 693 Euro. Und wenn ihr ein bisschen sucht im Internet, dann kriegt ihr die vielleicht auch das eine oder andere Mal etwas günstiger. Für wen ist die Chargerbox perfekt? Also, wir haben mitbekommen, für denjenigen, der die E-Bike-Akkus gerne sicher im Winter aufbewahren möchte. Egal, ob in einem Power-Tool, in einem E-Bike oder in ganz vielen E-Bikes. Und der sicherstellen möchte, dass dieser Akku perfekt gelagert wird, sicher gelagert wird und vor allen Dingen auch im Winter warm gelagert wird. Und derjenige, der möchte, dass seine Akkus auch perfekt aufgeladen werden. Und das zum Beispiel auch, wenn man unterwegs ist. Mit dem Browser können wir ja direkt reingehen in unseren Ladevorgang und den organisieren und planen. Und das ist natürlich super gut. So, nicht nur der private E-Bike-Besitzer, sondern vielleicht auch der gewerbliche E-Bike-Besitzer, der Fahrradhändler oder auch der Hotelbesitzer, der eben einige E-Bikes sein eigen nennt und möchte, dass die sicher überwintern und dass es da niemals zu einem Akkubrand kommt. Ich habe unten in dem Video jetzt noch einiges an Erklärvideos drunter gelegt. Und die könnt ihr euch auch noch anschauen, wenn euch das Thema interessiert. Da wird genau die Funktionsweise nochmal erklärt. Ich finde die Chargerbox richtig spannend. Ich habe sie jetzt von Anfang an mitbekommen. Und ja, und ihr findet sie vielleicht auch richtig interessant. Lest also nochmal nach und dann könnt ihr die auch per Sofort bestellen. Macht's ganz gut und wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr sehr gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. Servus, ciao!